jetzt arbeiten wir die zehnte Runde. Genauso wie bis jetzt beginnen. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen. So. Jetzt haben wir hier, wir haben hier ein Stäbchen, zwei Stäbchen gearbeitet. Jetzt arbeite ich erstmal drei Luftmaschen. So, jetzt haben wir hier das Blütenblatt praktisch und da haben wir in die Mitte diese zwei Stäbchen. In das erste Stäbchen arbeite ich zwei Stäbchen. So, jetzt arbeite ich eine Luftmasche und arbeite in das zweite Stäbchen auch zwei Stäbchen. So schaut es aus. Dann drei Luftmaschen. Und hier nach Muster zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Also so schaut es nochmal aus. Da haben wir angefangen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen in das erste Stäbchen, eine Luftmasche, zwei Stäbchen in das zweite Stäbchen, drei Luftmaschen und diese zwei Linien arbeiten wir gleich mit zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen und dann geht es genauso weiter. Hier haben wir wiederum diese Blütenblätter. Arbeiten wir genauso wie hier am Anfang. In das erste Stäbchen zwei Stäbchen, eine Luftmasche, zwei Stäbchen und dazwischen drei Luftmaschen. So, die elfte Runde habe ich bereits angefangen mit drei Luftmaschen, einem Stäbchen. Jetzt arbeite ich drei Luftmaschen. Und jetzt arbeite ich hier nach Muster. In jedes Stäbchen arbeite ich ein Stäbchen. Also ich arbeite praktisch zwei Stäbchen. Jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen. Auf der anderen Seite auch in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und hier arbeiten wir auch nach Muster, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Also nochmal, die Runde habe ich angefangen mit drei Luftmaschen, einem Stäbchen, drei Luftmaschen, hier arbeiten wir in jedes Stäbchen ein Stäbchen, zwei Luftmaschen dazwischen, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen und hier nach Muster zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und das wiederholen wir dann auch hier weiter. Also drei Luftmaschen, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen. Und so arbeiten wir die Runde dann weiter. So, die zwölfte Runde arbeiten wir jetzt. Genauso beginnen wie bis jetzt. Mit drei Luftmaschen, einem Stäbchen. Jetzt arbeite ich drei Luftmaschen. Hier wiederum Stäbchen nach Muster. In jedes Stäbchen ein Stäbchen arbeiten. Dann drei Luftmaschen, in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und drei Luftmaschen.
Und hier die Mitte arbeiten wir wieder nach Muster. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. So, wir schauen noch mal zusammen. Also hier mit drei Luftmaschen ein Stäbchen, dann drei Luftmaschen, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen. Und hier zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. So, und dann arbeiten wir weiter. Also wie gesagt, das ist dann die mittlere Linie hier, bis jetzt gleich geblieben. Und hier in der Mitte drei Luftmaschen, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen. Und so die Runde dann weiterarbeiten. Jetzt arbeiten wir die 13. Runde. Und zwar, also ganz normal beginnen. Mit drei Luftmaschen und einem Stäbchen. Jetzt arbeite ich hier alles nach Muster. Drei Luftmaschen, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen. So, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Also wie gesagt, hier ganz normal angefangen wie bis jetzt. Dann drei Luftmaschen, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Jetzt müssen wir hier die Anzahl, wo wir immer zwei Luftmaschen gearbeitet haben, müssen wir die Anzahl an Luftmaschen vergrößern. Jetzt arbeiten wir statt 2 5 Luftmaschen. So, und dann 2 Stäbchen. So schaut es dann aus. Und hier arbeiten wir alles wieder nach Muster. Drei Luftmaschen, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen. Und hier zwischen statt 2 Luftmaschen arbeiten wir 5 Luftmaschen. So, wir arbeiten jetzt die 14. Runde. Wir beginnen wie bis jetzt mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen. Jetzt arbeite ich 3 Luftmaschen. So, 2 Stäbchen. Hier in der Mitte arbeite ich statt 3 2 Luftmaschen. 2 Stäbchen. Drei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Also nochmal, wir haben angefangen mit 3 Luftmaschen, einem Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Hier in der Mitte statt 3, 2 Luftmaschen, dann 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So schaut es aus. So, jetzt haben wir da diese 5 Luftmaschen, die wir in der Vorrunde gearbeitet haben. Jetzt arbeite ich 3 Luftmaschen. Und jetzt arbeiten wir hier in die mittlere Masche oder einfach in die Mitte von diesem Bogen 3 Doppelstäbchen. Also ich mache 2 Umschläge. Dann stiche ich in die mittlere Masche ein, hole den Faden.
Jetzt arbeite ich die ersten zwei Schlingen durch, dann die zweiten zwei Schlingen durch und die dritten zwei Schlingen durch. Das ist ein Doppelstäbchen. Jetzt wiederholen wir noch zwei Doppelstäbchen in dieselbe Stelle arbeiten wir jetzt. Also nochmal zwei Umschläge in dieselbe Stelle einstechen, Faden holen. Die ersten zwei Schlingen durch, die zweiten zwei Schlingen durch, die dritten zwei Schlingen durch und nochmal das dritte Doppelstäbchen in dieselbe Stelle. Faden holen, die ersten zwei, die zweiten zwei, die dritten zwei Schlingen durch. Und jetzt arbeite ich drei Luftmaschen und arbeite zwei Stäbchen. So schaut es aus. Also nochmal, also hier haben wir das gearbeitet, wie ich das vorhin schon gezeigt habe. 3, 2, 3 Luftmaschen und hier, das war bei uns immer die gleiche Mitte zwischen den Blütenblättern, da arbeiten wir 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Doppelstäbchen, 3 Luftmaschen und dann wieder 2 Stäbchen und dann arbeiten wir hier, genauso wie am Anfang, 3 Luftmaschen, 2 Luftmaschen, 3 Luftmaschen. Und dann das Arbeiten, was ich jetzt gezeigt habe mit Doppelstäbchen. So, die 14. Runde arbeite ich jetzt zu Ende. Da habe ich 3 Luftmaschen, 3 Doppelstäbchen, 3 Luftmaschen gearbeitet und schließe jetzt mit einer Kettmasche. Jetzt arbeiten wir die 15. Runde, beginne ich genauso mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen. Jetzt arbeite ich 3 Luftmaschen. Jetzt mache ich hier diese 5 Stäbchen alle ab. Also Umschlag in das erste Stäbchen einstechen. Faden holen, die ersten zwei Maschen an zwei Schlingen durch, Umschlag in das zweite Stäbchen einstechen, Faden holen, die ersten zwei Schlingen durch. Jetzt mache ich Umschlag, gehe hier, wo die anderen Stäbchen sind, einstechen, Faden holen, die ersten zwei Schlingen durch, Umschlag, Faden holen, die ersten zwei Schlingen durch. Jetzt habe ich diese 5 Maschen auf dem Haken. Jetzt häkle ich alle 5 Schlingen durch und arbeite jetzt 3 Luftmaschen. So, jetzt haben wir das Ganze geschlossen und jetzt arbeite ich hier auf der Seite 2 Stäbchen. So schaut es aus. So, jetzt arbeite ich 3 Luftmaschen. Jetzt haben wir hier diese Doppelstäbchen, 3 Stück. Jetzt arbeite ich in jedes Stäbchen 3 Doppelstäbchen nochmal. Also 2 Umschläge in das erste Stäbchen steche ich ein. Und arbeite das erste Doppelstäbchen, dann arbeite ich in dieselbe Stelle das zweite Doppelstäbchen, und nochmal in dieselbe Stelle das dritte Doppelstäbchen. So, jetzt arbeite ich in das mittlere Stäbchen auch 3 Doppelstäbchen. Das erste, das zweite und das dritte. Und jetzt arbeite ich in das dritte Stäbchen auch 3 Doppelstäbchen.
So, drei Luftmaschen. Und dann arbeite ich hier zwei Stäbchen. So schaut es hier aus. So, dann machen wir hier wieder Folgendes, wie das, was wir schon da auf der Seite gemacht haben. Also wir schließen dieses Blütenblatt. Also das heißt, wir arbeiten wieder drei Luftmaschen und maschen diese vier Stäbchen ab. Das erste Stäbchen, die ersten zwei Maschen durch in das zweite Stäbchen, die ersten zwei Schlingen durch in das dritte Stäbchen, die ersten zwei Schlingen durch und in das vierte Stäbchen, die ersten zwei Schlingen durch. Dann hat man fünf Schlingen auf dem Haken, alle fünf Schlingen durch. Und drei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Also hier zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, vier Stäbchen zusammen abmaschen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und jetzt wiederholen wir dieses Element mit neun Doppelstäbchen. Also auf der Seite dann das gleiche mit drei Luftmaschen. Und jetzt arbeiten wir in jedes Doppelstäbchen jeweils drei Doppelstäbchen, dann drei Luftmaschen und hier zwei Stäbchen. Die 15. Reihe schließe ich jetzt zur Runde. Also hier habe ich Luftmaschen gearbeitet und dann schließe ich hier vorne mit einer Kettmasche. So, und jetzt arbeiten wir die 16. Runde. Ich beginne wieder mit drei Luftmaschen, ein Stäbchen. So, jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen und dann arbeite ich hier in die Mitte ein Stäbchen. So, hier steche ich ein. Und arbeite ein Stäbchen. Also hier haben wir diese Spitze gearbeitet und da ein Stäbchen. Jetzt zwei Luftmaschen. Und jetzt arbeite ich auf der Seite zwei Stäbchen. Das erste und das zweite Stäbchen. Jetzt haben wir unser Blütenblatt praktisch hier schon fast geschlossen. Es wird immer schmaler. So, jetzt arbeite ich drei Luftmaschen. Jetzt sind wir hier vorne. So, also hier drei Luftmaschen. Jetzt arbeite ich ein Doppelstäbchen in das erste Stäbchen. So, eine Luftmasche. Ein Doppelstäbchen in das nächste Stäbchen. Eine Luftmasche. Und jetzt arbeiten wir praktisch in jedes Stäbchen der Vorrunde ein Doppelstäbchen und dazwischen eine Luftmasche. So schaut es aus. Dann weitere Doppelstäbchen arbeiten.
So schaut das Ganze aus und jetzt arbeite ich drei Luftmaschen und hier auf der Seite wird das Blütenblatt, also erstmal zwei Stäbchen. So, ja, jetzt arbeiten wir genauso hier wie auf der Seite. Jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte, zwei Luftmaschen. Und jetzt arbeite ich diese zwei Stäbchen . Schaut das Ganze aus und jetzt arbeiten wir wiederum das gleiche wie auf der Seite. Ich arbeite erst drei Luftmaschen und dann arbeite ich in jedes Stäbchen ein Doppelstäbchen und dazwischen eine Luftmasche. Und das Ganze wiederholen wir jetzt und arbeiten zur Runde zu Ende. Und so schaut die Runde dann aus. Und dann an die Runde dann zu Ende arbeiten. So, die 16. Runde schließe ich jetzt mit einer Kettenmasche, auch wiederum hier vorne. Also einstechen, Faden holen und die Runde schließen. So, die nächste Runde, das ist die abschließende Runde, beginne ich mit drei Luftmaschen und arbeite ein Stäbchen nach Muster. Nee, das stimmt nicht, muss ich ändern. Wir machen jetzt Folgendes. Ich hole einen Umschlag, steche hier in das Stäbchen ein und arbeite die ersten zwei Maschen durch. Dann steche ich in das mittlere Stäbchen ein, hole den Faden, zwei Maschen auf dem Haken, die ersten zwei Schlingen durch. So, und die nächsten Stäbchen arbeite ich genauso, also Umschlagfaden holen, die ersten zwei Schlingen durch, dann nochmal Umschlagfaden holen, die ersten zwei Schlingen durch. Jetzt habe ich fünf Schlingen auf dem Haken, alle fünf Schlingen arbeite ich durch. Jetzt haben wir komplett unser Blütenblatt geschlossen. So, jetzt arbeite ich erstmal eine Luftmasche zum Verschließen. Jetzt arbeite ich drei Luftmaschen. Jetzt arbeite ich hier in jedes Stäbchen der Vorrunde arbeite ich ein Stäbchen. Ein normales Stäbchen, also kein Doppelstäbchen. Jetzt arbeite ich eine Luftmasche. Jetzt arbeiten wir ein Picot, das heißt, ich arbeite drei Luftmaschen. Nicht in die erste, sondern in die dritte stiche ich ein, hole den Faden und ziehe diesen durch die rechte Masche durch. Und jetzt arbeite ich eine Luftmasche. So, in das nächste Stäbchen ein normales Stäbchen. So schaut es aus. Jetzt eine Luftmasche. Jetzt weitere drei Luftmaschen. In die erste Luftmasche von drei steche ich ein, hole den Faden und ziehe diesen durch die rechte durch. Eine Luftmasche. Ein Stäbchen. In das nächste Stäbchen. So schaut das Ganze aus. Jetzt wieder die erste Luftmasche, dann drei Luftmaschen. In die erste von drei steche ich ein. Hole den Faden, ziehe diesen durch die rechte durch. Eine Luftmasche und ein Stäbchen. Und so arbeiten wir das weiter an anderen Stäbchen auch. Also jetzt habe ich das komplett gearbeitet. So schaut es aus. Jetzt arbeite ich drei Luftmaschen. Jetzt sind wir hier am Blütenblatt, also da schließe ich wiederum
Also ich hole einen Umschlag in das erste Stäbchen. Wir sind jetzt da. Wir haben hier diese zwei Stäbchen in der Mitte und da zwei Stäbchen. Also in das erste Stäbchen steche ich ein, hole den Faden durch die ersten zwei Schlingen durch. Umschlag, Faden holen, durch die ersten zwei Schlingen durch. Also zwei Stäbchen haben wir jetzt gearbeitet. Jetzt gehen wir hier in das mittlere Stäbchen. Genauso Umschlag. Faden holen, durch die ersten zwei Schlingen durch, dann Umschlag, Faden holen. Jetzt sind wir bei den anderen zwei Stäbchen, die ersten zwei durch, Umschlag, Faden holen, die ersten zwei durch. Jetzt habe ich sechs Schlingen auf dem Haken, alle sechs, also durch alle sechs ziehe ich den Faden durch und jetzt arbeite ich eine Luftmasche zum Verschließen. Und dann drei Luftmaschen. So schaut es aus. Und jetzt arbeite ich auf der Seite genau das gleiche, was wir hier schon gearbeitet haben. Also ich arbeite jeweils ein Stäbchen. Das erste Stäbchen. Dann eine Luftmasche. Dann drei Luftmaschen. In die erste Luftmasche steche ich ein und hole die linke durch die rechte durch, eine Luftmasche und dann weiter mit Stäbchen. Und so arbeiten wir dann das Deckchen zu Ende. So schaut es dann aus. Also die letzte Runde habe ich jetzt gearbeitet. Na, jetzt hier die letzten drei Luftmaschen und jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. Da haben wir diese Spitze gearbeitet. Da steche ich ein und schließe die Runde mit einer Kettmasche. Also die linke Faden holen, die linke durch die rechte durchziehen. Und somit haben wir das Ganze jetzt zu Ende gearbeitet. So schaut das aus. Also ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Häkeln. Abonniert meinen Kanal, macht mit, ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal.